Ja, herzlich willkommen beim Kapitalmarktstimme.at Podcast. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host von Audio CD.at und ich will erreichen, dass Österreich eine gesamthafte Kapitalmarktstory bekommt, die von der Bevölkerung verstanden und richtig eingeordnet werden kann. Also Kapitalmarkt coming home. Es hat ja früher auch schon mal gut funktioniert. Nach den Wahlen, spätestens zum Jahreswechsel, beginnt unsere Arbeit mit einer Website, die Wissen und die schönen Aspekte des Kapitalmarkts bündeln wird. Begleitend dazu bereits jetzt der Podcast und auch für die längeren Sachen eignet sich Herr Audio viel besser. Supporter von Kapitalmarktstimme.at sind gesucht und herzlich willkommen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits dabei waren FACC, Dadat, Raiffeisen Research, Freisinger Holding, Palfinger, VBV, Dividend Postnet, Power Group, Pira Mobility, Waringbex, RWD, Wikifolio.com, VAS. Join us und support Kapitalmarktstimme.at. Heute geht es um einen Zufall mit perfekten Content, denn Mitte September haben wesentliche Kapitalmarktstakeholder, denen wir hier die Bühne geben werden, ein gemeinsames Positionspapier präsentiert und diese Initiative Kapitalmarkt Österreich, die werde ich jetzt vorlesen. Das Positionspapier wurde von Aktienforum, CFA Society Austria, CIRA, ÖVFA, VÖIG, Zertifikateforum Austria, WKO und Wiener Börse bei einer Veranstaltung in der Säulenhalle der Wiener Börse vorgestellt. Kapitel 1, Kapitalmarkt, starker Hebel für Wirtschaft, Unternehmen und Vorsorge. Ein hochentwickelter Kapitalmarkt hat positive Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft eines Landes. Er sorgt für eine rasche, effiziente, ausreichende und sichere Versorgung von Unternehmen, Banken sowie des Staates mit finanziellen Mitteln. Privaten Haushalten bietet er die Möglichkeit zur Vorsorge und zum Vermögensaufbau. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für mehr Wohlstand, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Unternehmen müssen ihre Kapitalstruktur optimal gestalten und ihre Eigenkapitalbasis nachhaltig stärken, wozu ein entwickelter und starker Kapitalmarkt eine unbedingte Voraussetzung ist. Es ist die Entscheidung der Politik, sich verstärkt des starken volkswirtschaftlichen Hebels Kapitalmarkt zu bedienen. Aktienforum, CFA Austria, TIRA, ÖVFA, Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen, der WKU, VÖIG, Zertifikateforum und die Wiener Börse fassen stellvertretend für die Hauptakteure des heimischen Kapitalmarkts die wichtigsten Ansatzpunkte zusammen. Umsetzung der im letzten Regierungsprogramm angekündigten Maßnahmen. Förderung betrieblicher und privater Pensionsmodelle, Altersvorsorge. Umfassende Wirtschafts- und Finanzbildung als Grundlage für ein selbstbestimmtes Finanzleben und als Basis für private Geldanlage. Weiterhin Nein zur Finanztransaktionssteuer. Wiedereinführung der Behaltefrist und Reduktion der Wertpapierkäst. Vereinfachung des Being Public für bereits börsengelistete Unternehmen und letztendlich Nutzung der Börsenvorteile bei Staatsbeteiligung. Die heimische Investmentfondsbranche hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Während die Präsenz globaler Asset Manager zunimmt, sinkt die Anzahl der Marktteilnehmer mit dezidierten Österreich-Fokus. Das führt zu Verlagerungen des Portfolio-Managements ins Ausland. Des Weiteren erschweren steigende regulatorische Vorgaben die Möglichkeiten für Banken, Versicherungen und Pensions- und Vorsorgekassen, sich am österreichischen Kapitalmarkt überproportional zu engagieren. Der Mangel an in Österreich aktiven institutionellen Anlegerinnen erschwert die Platzierung von Kapitalmarktemissionen, zum Beispiel IPOs, insbesondere von kleineren und mittelständischen Unternehmen im Inland. Die hier vorgestellten Maßnahmen sollen die Aktivität und das für heimische Investitionen vorhandene Kapital quer über alle Assetklassen steigern, um zu einem lebendigeren heimischen Kapitalmarkt beizutragen. I was away for too long, coming home to you. Kapitalmarkt coming home. Join us. Kommen jetzt zum Punkt Förderung betrieblicher und privater Pensionsmodelle, Altersvorsorge. Aufgrund von demografischen Entwicklungen ist es notwendig, die staatliche Altersvorsorge mit der betrieblichen Vorsorge als zweite Säule und der privaten Vorsorge als dritte Säule zu fördern. Eine Studie der Initiative 2050 ergibt, dass sich 3/4 der jungen Menschen Sorgen um die Pension machen.
Das Bekenntnis zu einem ganzheitlichen Pensionssystem ist ein wesentlicher Schritt für die Absicherung des Lebensstandards der Österreicherinnen im Alter. Die heimischen Pensionskassen veranlagten per Ende 2023 ein Vermögen von 26,7 Milliarden Euro, womit sie der größte private Pensionszahler in Österreich und damit ein wichtiger Investor im österreichischen Kapitalmarkt sind. Große institutionelle Investoren sind unabdingbar für einen effizienten Kapitalmarkt. Sie stellen Eigenkapital langfristig zur Verfügung und fördern durch ihre Nachfrage die Angebotsseite am Markt, IPOs zum Beispiel. Folgende Maßnahmen zur Förderung der zweiten Säule stärken gleichzeitig den heimischen Kapitalmarkt und würden dazu beitragen, dass von derzeit einem Viertel mittelfristig die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen Anspruch hat. Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die zweite Säule. Also steuerliche Gleichstellung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge. Derzeit können nur Arbeitgeber ihre Beiträge für Mitarbeiterinnen absetzen. Wichtig für den weiteren Ausbau und die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge ist die steuerliche Absetzbarkeit der Arbeitnehmerbeträge in das Pensionskassenmodell. Mit dem Auslaufen der Topfsonderausgaben wurde den Arbeitnehmerinnen der Anreiz genommen, einen eigenen Beitrag zur Altersvorsorge zu leisten. Ebenso sollten Eigenbeiträge des Arbeitgebers, also Beiträge für geschäftsführende Gesellschafter, steuerlich absetzbar sein. Damit würden Pensionskassenmodelle vor allem im KMU-Segment deutlich an Attraktivität gewinnen, da Geschäftsführerinnen und Arbeitnehmerinnen im selben betrieblichen Vorsorgemodell eingebunden sind. Einführung eines Prämienmodells für Geringverdiener. Bei Geringverdienern greift die steuerliche Absetzbarkeit nicht. Hier sollte ein Prämienmodell analog zur prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gestaltet werden, mit einem maximal geförderten Einzahlungsbeitrag von 3.222,18 im Jahr 2023. Die Prämienförderung in der derzeitigen Höhe von 4,25% würde dann eine Prämienzuzählung von 136,94 Euro pro Jahr bedeuten. Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für einen Generalpensionskassenvertrag GPKV, auch für Personen, die bisher keine betriebliche Altersvorsorge hatten, soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass sie mit Pensionsantritt ihre Abfertigung in eine lebenslange Zusatzpension umwandeln können. Für alle Österreicher mit einem PK-Vertrag ist das bereits jetzt möglich. Die steuerliche Übertragung der Abfertigungen neu und alt in eine Pensionskasse soll in Form eines Generalpensionenvertrags GPKV mit einheitlichen standardisierten Bedingungen möglich werden. Ausbau der dritten Säule. Einführung eines steuerbegünstigten, steuerbefreiten Vorsorgedepots, Klammer Vorsorgekonto, anstelle der derzeitigen prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge. Anlegerinnen sollen die Möglichkeit haben, ein Vorsorgeprodukt wie einen Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Zertifikate oder eine Versicherung frei zu wählen, wobei die geleisteten Beiträge in einem Sperrkonto, Depot, Vorsorgedepot für die Pensions- und Pflegevorsorge aufbewahrt werden. Die KEST würde nach 10 Jahren Behaltefrist entfallen. Es soll jährlich ein maximaler Betrag, zum Beispiel 18.000 Euro pro Jahr steuerbegünstigt, eingezahlt werden können, wobei Anlegerinnen zwischen verschiedenen Investmentprodukten frei wählen und diese auch wechseln können. Neben der Veranlagung in internationalen Wertpapieren sollten österreichische Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen oder spezielle Fondsprodukte mit Fokus auf Österreich besonders gefördert werden. Es sollte jedoch auch möglich sein, sich für vollständig internationale Veranlagungsoptionen zu entscheiden. Nichtsdestotrotz könnten Anreize für heimische Veranlagungen gesetzt werden. Die gewählten Produkte sollten steuerlich gleich behandelt werden wie das derzeit bestehende Zukunftsvorsorgeprodukt. Im Fall einer nicht widmungsgemäßen Verwendung der eingezahlten Beträge sollte eine Nachversteuerung erfolgen. Neben dem Vorsorgedepot sollten auch außerhalb des Vorsorgedepots Veranlagungen im Bereich ESG steuerlich begünstigt werden. Hierzu könnten Veranlagungsprodukte mit dem österreichischen Umweltzeichen, zum Beispiel Fonds, die seitens des Umweltministeriums mit dem Umweltzeichen UZ49 ausgezeichnet sind, gehören. Durch steuerliche Begünstigungen könnten Anlegerinnen ermutigt werden, den Herausforderungen des Klimawandels auch seitens des Kapitalmarkts aktiv anzugehen und die Transformation der Wirtschaft in eine nachhaltige Ausrichtung zu bewältigen. Vereinfachung der Komplexität bei der Berechnung der Steuerbelastung bei Publikumsinvestmentfonds. Die Berechnung der Steuer
Bei Investmentfonds ist sehr kompliziert und für Konsumentinnen de facto nicht nachvollziehbar. Eine Vereinfachung ist im Sinne der Transparenz anzustreben. Ein Vorschlag dazu wird noch separat erarbeitet und vom Arbeitskreis vorgelegt. I was away for too long, coming home to you. Kapitalmarkts coming home, join us. Der zweite Punkt ist Finanzbildung stärken. Die Initiative Kapitalmarkt Österreich, deren Stakeholder ich vorher vorgestellt habe, begrüßt die 2021 erfolgte Verabschiedung der nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich durch das BMF. Ergänzend sieht man folgende Punkte als zentral für eine erfolgreiche Implementierung einer nachhaltigen Finanzbildung der österreichischen Bevölkerung. Erstens, zahlreiche Studien belegen, dass Finanzwissen und das Bewusstsein für wirtschaftliche Zusammenhänge in der österreichischen Bevölkerung wenig verankert sind. Zweitens, wirtschaftliches Basiswissen ist Voraussetzung für eine selbstbestimmte finanzielle Zukunft und Bildung der beste Anlegerschutz. Finanzwissen darf nicht als Elite-Thema wahrgenommen, sondern muss allen Menschen zugänglich gemacht werden. Stichwort Chancengleichheit. Drittens, regelmäßige Teilnahme Österreichs am Financial Literacy Modul im Rahmen der PISA-Studie, um den Kompetenzgrad der österreichischen Schüler international vergleichen und von entsprechenden Vorreiterländern strategische Maßnahmen übernehmen zu können. Viertens, in den neuen Schullehrplänen der Sekundärstufe 1 wurde die Finanz- und Wirtschaftsbildung erstmals verankert. Weitere Schritte müssen aber folgen. Jeder Schüler sollte nach Vollendung der Schulpflicht über wirtschaftliche Basiskenntnisse verfügen. In der nun anstehenden Lehrplanreform der Sekundärstufe 2 muss über alle Schultypen hinweg das bereits erworbene Finanzwissen konsequent vertieft und ausgebaut werden. Sechstens, eine Überarbeitung der Lehrbücher und Lernmaterialien der relevanten Fächer, zum Beispiel Geografie und wirtschaftliche Bildung, Screening und Adaption vorliegender Lehrbücher und Anreicherung mit wirtschaftlichen Themen ist notwendig, sowie eine stärkere Berücksichtigung des Themas bei neuen Lehrbüchern und Lernmaterialien. Siebtens, eine notwendige Anpassung der Inhalte in der Lehreraus- und Fortbildung und damit Sicherstellung des Wissenstransfers in der Schule. Und achtens, finally, schrittweise Änderung des Mindsets in der Bevölkerung sollte gefördert werden. Die Politik muss mit gutem Beispiel vorangehen und Börse und Kapitalmarkt auch positiv im öffentlichen Diskurs thematisieren. Das stärkt Unternehmen, sichert, schafft neue Arbeitsplätze. Grundlage für Altersvorsorge, langfristige Vorsorge ist keine Spekulation. I was away for too long, coming home to you. Kapitalmarkts coming home, join us. So, der nächste große Punkt von der Initiative Kapitalmarkt Österreich, der vorgestellt wurde, ist ein weiterhin Nein zur Finanztransaktionssteuer. Die Einschätzung der Stakeholder deckt sich mit jener im Regierungsprogramm. Der aktuelle Vorschlag der FTT, also Finanztransaktionssteuergruppe, benachteiligt heimische Unternehmen und österreichische Aktiensparer und würde damit die heimische Wirtschaft schädigen. Auch da wieder ein paar Punkte. Erstens, eine solche Steuer belastet nachhaltig Privatanlegerinnen wie Fondssparer, die für ihre Altersvorsorge und ihre Nachkommen langfristig vorsorgen wollen. Zweitens, sie schmälert darüber hinaus Renditen von Pensionskassen und Ansparvorsorgemodellen. Eine private Vorsorge würde infolge einer solchen Steuer insgesamt leiden. In Zeiten, in denen die zweite und dritte Säule immer wichtiger wird, ist es genau der falsche Weg. Drittens, die Steuer wird nur auf Aktien eingehoben und trifft damit direkt österreichische Unternehmen der Realwirtschaft. An der Wiener Börse werden 27 österreichische Unternehmen betroffen, welche über 95% des gesamten Handelsvolumens ausmachen. Viertens, Unternehmer brauchen Eigenkapital. Eine Aktiensteuer verteuert die Unternehmensfinanzierung und beeinträchtigt die Bereitstellung von Kapital über die Börse. Fünftens, darüber hinaus treffe eine Einführung in wenigen Staaten einen vergleichsweise kleineren Kapitalmarkt wie Österreich besonders stark und würde in geringerem Handelsvolumen und reduzierter Liquidität resultieren. Aufgrund einer geringen Gewichtung des heimischen Aktienmarkts in internationalen Benchmark-Indizes
wurden Investoren österreichische Aktien noch mehr meiden, Klammer vermehrt meiden, ohne eine wesentliche Abweichung zur Benchmark zu generieren. Sechstens, das mögliche zu erlösende Steueraufkommen ist wenig realistisch und würde durch die komplizierte Abwicklung und hohen Verwaltungsgrad weiter abnehmen. Und finally siebtens, auch ein Gutachten von Universitätsprofessor Stefan Bichler kommt zu dem Schluss, dass die Einführung der vorgeschlagenen Finanztransaktionssteuer für Österreich eindeutig abzulehnen ist. Kapitalmarkts coming home, join us. Der nächste große Punkt im Positionspapier der Initiative Kapitalmarkt Österreich ist die Wiedereinführung der Behaltefrist und Maßnahmen bei der Wertpapierkiste. Die Erarbeitung einer Behaltefristregelung für die Kapitalertragsteuerbefreiung für Kursgewinne bei Wertpapieren und Fondsprodukten ist sinnvoll. Dies wäre ein wesentlicher Schritt, denn für den heimischen Privatanleger muss steuerlich zwischen kurzfristiger Spekulation und langfristiger Investition in Unternehmensanteile unterschieden werden. Der Wegfall der KEST hätte laut einer Studie der Erste Bank zudem einen aktivierenden Effekt auf den Bezug von in Bezug auf Wertpapierinvestitionen. Aktienforum Zierer ÖVFA, der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen der WKO, VÖIG, CFA Society Austria und die Wiener Börse fordern klar die Einführung einer Behaltefrist von einem Jahr in Klammer. Ergänzung von mir hatten wir früher auch. Weiters könnte das Thema Behaltefrist mit dem oben angeregten Vorsorgedepot gelöst werden. Hiermit könnten auch Lenkungseffekte erzielt werden, zum Beispiel durch Berücksichtigung von ESG-Kriterien wie etwa ökologische und ethische Veranlagungen. Damit verbunden bleibt die Forderung aller Stakeholder nach einer KEST-Senkung. Die Anhebung der KEST auf Dividenden- und Couponzahlungen sowie Kursgewinne auf 27,5% war ein falsches Signal an Privatanlegerinnen. Diese sachlich nicht gerechtfertigte steuerliche Ungleichbehandlung verschiedener Kapitaleinkünfte sollte rückgängig gemacht und die KEST auf 25% oder weniger gesenkt werden. Grundsätzlich sollte die KEST deutlich abgesenkt werden, um unter anderem erstens gerade jüngeren Sparern und Anlegern mit niedrigem Einkommen eine Investition in Wertpapiere zu ermöglichen, ja diese sogar zu fördern, insbesondere im Einklang mit der Forderung, Finanzbildung bereits in den Schulen zu integrieren. Zweitens, eine Anlage in Wertpapiere als Grundstock für andere Investitionen in einem späteren Lebensabschnitt zu nutzen, zum Beispiel in eigengenutzte Immobilien und somit für diversifizierte wirtschaftliche Ankurbelung zu sorgen. Drittens, eine vielschichtige Diversifizierung in der Wertpapierveranlagung zu fördern und viertens Signalwirkung zu erzeugen, um in Wertpapiere zu investieren. Fazit, eine Verringerung, Abschaffung der KEST ist im langfristigen Sinne ein Konjunkturprogramm für die Wiener Börse und die heimische Wirtschaft. Die Politik müsste neue Aktionäre, wenn dann über Dividenden, als Chance für das Budget sehen und die Dämonisierung der Aktien entkräften. Eine Wiedereinführung der Behaltefrist für Wertpapiere kann ein Mittel sein, um private Investoren zur langfristigen Vorsorge zu motivieren. Eine quasi Doppelbesteuerung von Aktienveranlagung, also Kurszuwachs und Dividenden, ist daher aus volkswirtschaftlicher Sicht kontraproduktiv. Kapitalmarkts coming home, join us. So, der nächste Punkt der Initiative Kapitalmarkt Österreich ist die Vereinfachung des Being Public für bereits börsengelistete Unternehmen. Einführung eines Research Incentive Modells zur Gegensteuerung des Marktversagens in der Research Coverage. Das strikte Vergütungssystem für Research- und Corporate-Access-Leistungen durch MiFID II hat dazu geführt, dass große Investmentgesellschaften sich in ihren Kundenbeziehungen nur noch auf wenige und große Analysehäuser, Investmentbanken beschränken. Kleinere nationale und internationale Investmentbanken leiden enorm unter dieser so entstandenen Marktkonzentration. Hier ist eindeutig von einem Marktversagen zu sprechen. Denn gerade für den österreichischen Markt mit den international gesehen kleinen gelisteten Unternehmen sind kleinere, aber umso aktivere Investmentbanken enorm wichtig, um ein ausreichendes Maß an Research Coverage und Zugang zu den passenden Investoren
und Anlegergruppen zu erhalten. Durch ein nationales Fördermodell für Analysetätigkeit soll ein österreichspezifisches, für den heimischen Markt maßgeschneidertes Anreizsystem geschaffen werden. Ziel ist es, den Zugang zum Kapitalmarkt für österreichische börsennotierte Gesellschaften weiterhin zu erhalten und zu sichern. Damit wird die Standortattraktivität des Kapitalmarkts in Österreich verbessert. Eine Förderung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen ist wichtig. Ein breiter und tiefer Kapitalmarkt besteht sowohl aus kurzfristig als auch aus langfristig orientierten Investorengruppen, wobei die Mitarbeiterbeteiligung zu letzteren zählt. Mitarbeiterkapitalbeteiligungsstiftungen haben sich in der Praxis bewährt und können durch die Bündelung der Anteile und Stimmrechte auch eine Position als Kernaktionär einnehmen. Mit der Erhöhung des steuerlichen Freibetrags bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung ab 2016 von Euro 1.064 auf 3.000 und der zuletzt angekündigten bis zu 3.000 steuerfreien Gewinnbeteiligung pro Mitarbeiter und Jahr wurden hier bereits erste Schritte gesetzt. Als nächster Schritt sollte nun eine weitere steuerliche Incentivierung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungsstiftungen erfolgen. Also, Dividendenausschüttungen in Mitarbeiterstiftungen sollten steuerfrei bzw. steuerlich begünstigt sein. Denn für den durchschnittlich verdienenden Mitarbeiter darf eine Mitarbeiteraktie steuerlich nicht weniger attraktiv sein als eine Prämie. Umwandlungen von Bonuszahlungen und von Gehaltsbestandteilen jeweils in Aktien des Arbeitgebers auf freiwilliger Basis sollten steuerfrei oder zumindest steuerlich begünstigt sein. Sämtliche Varianten sollten kumulativ nutzbar sein und sich nicht gegenseitig ausschließen. Und dann noch Vereinfachung von Kapitalerhöhungen, besonders im Hinblick auf kurzfristige Rekapitalisierungskapitalerhöhungen, genehmigtes Kapital. Vereinfachte Umsetzung des Ausschlusses des Bezugsrechts vorab bzw. Direktausschluss bei Erhöhung des Grundkapitals. Wegfall der sachlichen Rechtfertigung, wenn das genehmigte Kapital nicht mehr als 10% des Grundkapitals beträgt und Aufhebung der zweiwöchigen Ankündigungsfrist. Kapitalmarkt coming home, join us. Der nächste große Punkt, die Nutzung der Börsenvorteile bei Staatsbeteiligungen. Unternehmertum ist nicht Kernaufgabe eines Staats, sondern sollte die Rolle als Kernaktionär zur Sicherung des Standortes als sehr wichtige wahrnehmen. Eine Kombination aus Staatsbeteiligung bei gleichzeitiger Nutzung von Börsevorteilen ist in Österreich ein Erfolgsmodell, welches auch als Vorlage für eventuelle zukünftige Beteiligungen herangezogen werden kann. Eine sinnvolle börsliche Marktorientierung steigert Effizienz wie Fitness von Unternehmen, sorgt für höchste Transparenz und Governance und stärkt damit nachhaltig Profitabilität und internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen. Mit Dividendenausschüttungen erhält der Staat zudem langfristig laufende Erträge. Das generiert darüber hinaus einen Gewinn für alle Bürger durch Stärkung des öffentlichen Haushalts. Ein Börse-Listing bietet privaten Aktionären in Österreich gleichberechtigte Teilhabe über einen transparenten, für jedermann zugänglichen Kapitalmarkt und direkte, zukunftssichernde Veranlagungsmöglichkeiten in die eigene Volkswirtschaft. Ein Listing eröffnet den Unternehmen gleichzeitig die Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung, um am eigenen Erfolg des Unternehmens mit zu partizipieren. Bei der Ausgestaltung einer Staatsbeteiligung hat der Staat große Spielräume. Er kann die Mehrheit mit 75% plus eine Aktie behalten, beziehungsweise seinen Anteil auf 25% plus eine Aktie, die Sperrminorität, reduzieren. Mit einem Börsenlisting erschließt sich der Haupteigentümer großen zukünftigen Handlungsspielraum, unter anderem durch mögliche Kapitalerhöhungen, Verkauf weiterer Anteile über die Börse. Zu evaluieren wäre darüber hinaus die Möglichkeit einer temporären Beteiligung als Ankerinvestor bei kleineren Börse-IPOs inländischer Emittenten aus Zukunftsbranchen wie Healthcare, Biotech, neue Medien, Robotik etc. als sogenannter Crossover-Investor. Kapitalmarkt coming home, join us.
Ja, und dass der Kapitalmarkt coming home kommt, da braucht es auch noch weitere Maßnahmen. Ich möchte auch noch ergänzen, früher gab es da wirklich eine ganze Menge, aber das findet man auch in einer anderen Folge von 30x30 Finanzwissen Burst im Feuer, werden wir dann vielleicht verlinken. Weitere Maßnahmen als Schlusspunkt jetzt von diesem Positionspapierinitiative Kapitalmarkt Österreich September 2024. Erstens, steuerliche Gleichsetzung von Eigen- und Fremdkapital. Die Eigenkapitalkosten liegen deutlich höher als Fremdkapitalkosten. Unternehmen bevorzugen daher Fremdkapital zur Finanzierung. Eine Einführung von fiktiven Eigenkapitalzinsen könnte diesen Unterschied deutlich verringern. Begünstigung von Eigenkapitalinvestments von Banken und Versicherungen. Bei den nächsten Reviews der Solvency II und Basel III Regeln soll die massive Benachteiligung von Eigenkapitalinvestments der Banken und Versicherungen aufgehoben werden. Erhöhung von vorbörslichen Beteiligungen. Es sollten in Österreich attraktive steuerliche Rahmenbedingungen für depotfähige Private Equity Beteiligungen geschaffen werden. Dazu wäre eine Umsetzung des geplanten Wagniskapitalgesetzes oder eine Überarbeitung des Mittelstandsfinanzierungsgesetzes notwendig. So, ich hab's geschafft. Circa 30 Minuten, so wie im Feuer, 30x30 Finanzwissen Burs in 30 Folgen, jeweils auch ebenfalls in 30 Minuten einiges aufbereitet wurde. Das, wie gesagt, war die Basisunterlage von den Freunden der ÖVFA als Medieninhaber freundlich zur Verfügung gestellt, sind im 9. Bezirk zu Hause, wie auch wir mit unserem Office, also vom 9. Bezirk geht die Kapitalmarkterneuerung aus, denn wir brauchen das Kapitalmarkts coming home. Tschüss und Baba, danke fürs Zuhören, sagt Christian Drastil.